Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und genau deshalb begrüßte auch die Berliner Stadtspitze am dritten Tag der European Maccabi Games offiziell die Spiele in Berlin. Und zwar im Roten Rathaus. Nach der Opening Night im Estrel Hotel, der grandiosen Eröffnungsfeier in der Waldbühne, ging es im Festsaal zwar etwas gediegener zu. Die Damen griffen zum Kleid, die Herren zum Anzug, aber nicht weniger attraktiv. Also ich bin ja Ex-Schwimmerin und in der Nationalmannschaft geschwommen, insofern ist mir Sport sehr, sehr nah. Ich lasse mich gerne anstecken, bin gut befreundet mit dem Deutschlandchef Maccabi, mit Alon, und als er fragte, ob ich das gerne machen möchte, habe ich keine Sekunde gezögert, weil Berlinerin, mein erstes Mal im Roten Rathaus läuft. Mit ihrem strahlenden Lächeln führte die TV-Moderatorin und Ur-Berlinerin durch den Abend. Rund 150 geladene Gäste, darunter Politiker, Organisatoren und auch die Maccabi-Biker, ließen sich das kleine, aber feine Spektakel nicht entgehen. Es wurden Reden gehalten, musiziert, Hände geschüttelt und. Ab jetzt wird aber wieder nach vorne geschaut, denn neben der politischen und historischen Bedeutung steht ja bei den Maccabi-Games vor allem der Sport im Vordergrund. Ich hoffe, dass Sie erstens sehr viel Spaß haben werden in der Stadt selbst, aber ich hoffe auch, dass Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, nämlich Ihre Bestleistung zum richtigen Zeitpunkt abrufen zu können, dass Sie das erfüllen können und dass Sie faire und erfolgreiche Spiele genießen. Übrigens, so hat er es uns zumindest versichert, war Frank Henkel bereits bei einigen Sportevents mit dabei. Und wir sind es weiterhin auch, und zwar hier. Die Maccabi Games, die European Maccabi Games in Berlin auf Hauptstadt Sport TV. Denn mit Hauptstadt Sport TV sieht man besser. In diesem Sinne, klickt fleißig rein.